iwwer den Terra vun der Gemeng Süssem so lang em Gegenstrooss kommen, wie am Fongel geduerert ass, fir d'Verkeiersproblematik an der Gemeng Kärching ze léisen, déi dodech Sternen ass, dats do ganz vill Industriezonen an dene lächte Joren kommen sinn. Mir mengen, dats dat échtens keng Lesung ass fir dei Problem, an zweetens gräwe laschne dats an d' Natur zwëschent deenen zwo Uertschaften Süssem a Kärching, Gemeng Süssem, dat hiech de Schäferrot, Deemsinghaltung ass am Fungel, just nemmen déi fir ze so, de Kantone ma ou sech wird zwar neidig, mei er wir op der falscher Plätz und derft net durch den Viergärtchen vun der Gemeng Süssem goen, mei er mis durch de Viergärtchen vun der Gemeng Kärching goen. Dat ass eng Politik, die ass komplett verantwortungslos, weil wann ma bis de Prinzip vun der Stroos akzeptéieren, akzeptéieren ma och, dass Technokraten an Ministeren déi iwwer si selwech Parteikwaart hunn wéi den Boermeeschter vun Kärching, dats déi an fernde Kante si soun huelen, wo die Strooss soll hikommen. Die Strooss ou sech ass ass ganz vielen Aspekter hier gekuckt, ganz stärk ze kritiséieren. Sie widerspricht der ganzer Logik vun der nohaltiger Entwicklung, wie se an den lächte Joren kommers, ënner anderem och firgeschloe ginn ass vum demolegen Innenminister Wolter, den haut Boermeeschter ass vun der Gemeng Kärching, an den mat dem Kantonement géngt wichtig Prinzipien vun der nohaltiger Entwicklung selver lo verstéist. Die Rüge und Zweis vom Schäferhut und die Froh werden mit Sicherheit dazu feiern, dass die Pläne, die hier schon bestehen, für die Kantone mal über Süssen und Terrain zu feiern, dass die dann noch schlussendlich werden umgesetzt gehen. Und das bedeutet aber ganz konkret für die Bewohner von der Wirtschaft Süssen, dass sie werden angekesselt sind zwischen der Kollektivist du Süd, dem neuen Kantonement, der Chronosperren und der Militärlehrer, wo ihr los soll in Prisung hinkommen, ich will such mal einen neuen Zugangsstrauß zu den Prisung. Die Kantone man feiert mit Sicherheit dazu, dass der Rest von Lebensqualität, die nach an der Wirtschaftshösung geht, ganz sehr wert verschwanden. Wir fanden doch ganz erstaunlich, dass gerade die Gringen sind, die wir am Schäferhut sind, der 14 Jahre an der Gemeinde Süssen sind, dass gerade die Gringen sind, die sich über so eine abenteuerliche Politik heranlösen. Also das ganz klar so, dass wir als von Anfang an gegen die Kantone mal ausgesperrt haben, weil wir der Meinung waren von Anfang an, dass wir, wenn wir wie die anderen Parteien, just so, wir wollen die Straße nicht auf Süssen mit Terra, aber sie soll gefälligst mit einem anderen Trasse um Kärchinger Terra verlaufen, dass wir damit das Problem nicht mit der Wurzel lösen. Wir verlagern just den Stau, den nur zu Kärching Süssen, als an einer Wirtschaft Richtung Stadt, so abtypisch, du hast dann in dem Moment ab Tante Stau, aber die eigentliche Thematik vom öffentlichen Transport, die geht glücklich von nur lässig. Wir haben hier wirklich ein Problem, wo man neben der Straße, die gebaut soll gehen, die geplant ist, haben wir eine Eisenbahnlinie, die auf Frankreich respektive an der Belgien aufhängt, über die Peiting, Kärching, Süssen weitergeht an die Stadt, die läuft für Millionen Euro zweigleisig aménagiert, wo man dann eine Straße an direkter Konkurrenz setzen. Mit der Eisenbahn, wo wir als Link von Vieren sind immer gesagt haben, wir sollen den Akzent auf den öffentlichen Transport setzen, eigentlich just die Kontrolle gemacht, eigentlich immer mehr den Individualverkehr bevorteiligt und den öffentlichen Transport benötigt. Da fragen wir uns natürlich, wie wir es sollen fertig bringen, mit der da erprochten Modellsplit von 25% öffentlichen Transport und 75% Individualverkehr. Je sollen eine Rieche wohl wissen, dass wir nur einen Individualverkehr haben, von bald 90% an knapp einen öffentlichen Transport von 15-16%, sodass wir weit weg von denen 25% sind, die wir eigentlich wollen erreichen. Aber der Doha-Approche, wie gesagt, lackeln wir just neuen Trafik un, aber wir lesen die globale Politik von der Mobilität nicht. Und das ist ja auch so, dass die ganze Problematik am Verkehr nicht nur auf Kärching beschränkt, dass wir auch andere Ortschaften wie Biele, Süssen, Esch und so weiter, Peiting, betroffen sind. Da drängt sich einfach eine regionale Lösung ab, die sogar ganz überschreitend muss an mit den Gemengen aufgesperrt gehen.